Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir den kleinen Bomben, Bronzmus oder wie der hieß, geholfen, sein Autogramm vom Blockführer zu kriegen. Haben dann auch noch einen Geistertod sein Tagebuch gebracht, damit er nicht unser Leben klaut. Und jetzt machen wir für heute Schicht im Schacht und gehen in unser Abteil. Und wer weiß, was noch passieren wird. Wir müssen immer noch Ohrstecker finden. Dann auch noch eine Kette. Mal schauen, ob wir die finden werden oder nicht. Immer schlafen, Mario. Ah, schöne Spiegelung. Ja, ich möchte für heute schlafen gehen. Limmerliner, zweiter Tag. So, dann gehen wir nochmal zu. Gehen wir mal hier überall nochmal lang, wenn wir eh schon hier sind. Der Geister wird es sich nicht blicken. Guten Morgen, Mario. Hat der Speisewagen schon geöffnet? Ich habe mich gestern hinreißen lassen, diesen Suppentopf zu stehlen, aber jetzt sind der Koch und ich gute Freunde geworden. Was für eine schicksalhafte Begegnung. Okay. Wir suchen weiter der Geschichte Klum. Kochtopf, damit der Freunde mit Koch werdet? Ihr so liebes Spiel, was wollt ihr uns damit erzählen? Guten Morgen, mein kühner Kavalier. Und hast du meinen goldenen Ring schon gefunden? Ich bin ganz sicher, dass du ihn finden kannst. Jetzt war ein Ring und keine Kette. Mich für die Ringe und die Kette. Ohrstecker sind. Ratausgabe 5. Rohlingen heute. Gut informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wahrsagerin Melieblich heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte Melieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Top-Detektiv. Heute stellen wir vor den kleinen Laden auf der Isla Corsaria. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diesen von Rohlingen auf die unbewohnte Insel, um hier im Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzes Lächeln und gab zu Protokoll: Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezepte-Ecke. Auch heute wieder Kochen für Fortgeschrittene und auf diesem weißen Plan steht heute Peach-Torte. Alles, was man braucht, ist Backmischung und ein Pfirsich. Passt ideal zur Tierstunde am Nachmittag. Und zum Schluss, beliebtester Newsletter von Rohlingen Rat, freu dich auf die nächste Mail. Es ist nirgends von Ring oder Ohrstecker. Ja.
Eben. Oh jemini, wenn wirklich alles weg ist, werde ich gefeuert. Hallo Luigi, du kommst gerade recht, ein neuer Fall. Also erkläre Luigi noch einmal, was geschehen ist. Als ich aufwachte, war mein Koffer verschwunden. Darin waren wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Beruhige dich erstmal. Es wird sich schon klären, überlass das nur Luigi. Also gut, also unser neues Produkt, der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt kann er Torte zum Leben erwecken. Tote zum Leben erwecken, nicht Torte. Du denkst auch nur ans Essen. Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet. Muschel? Ohrstecker? Goldener Ring? Seht da einen Zusammenhang. Dann gibt es eine gewaltige Explosion. So gewaltig, dass dieses Zug in alle Winde zerstreut würde. Nicht auszudenken, wenn er in falsche Hände geriete. Dagegen wäre meine Entlastung noch harmlos. Es hat also jemand deinen Koffer gestohlen. Ich erinnere mich, dass der Koffer gestern noch da war. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, der Täter muss doch immer hier im Zug sein. Du hast es mal wieder geschafft, Ping. Luigi, hast du mit dem Kennerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Wir beiden sind auch etwas im Zug abhanden gekommen. Die Kennerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren. Und die Dame, Brilliant, einen goldenen Ring. Luigi, der Dieb, scheint zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser des Drohbriefes ist. Also Luigi, du solltest den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, steht uns fürchterliches bevor. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal hier an, von ganz hinten. Hallo Mario, keine besonderen Vorkommnisse in letzter Nacht. Und heute werden wir am Bahnhof Tulpenbach halten, voraussichtlich gegen Abend. Guten Morgen. Auf das Autogramm werde ich gut aufpassen. Guten Morgen, Bomber. Dieser Streik gestern wegen Bronzemut, es ist mir ja schon peinlich. Seit gestern hat Bronzemut viel bessere Laune. Sicherlich hat er ein positives Erlebnis. Hört man eurem Bronzemut zu. So, Nummer 7. Der Schrank ist leer. Warte mal, vielleicht. Na, passiert nichts. Guten Morgen, und ist es nicht ein wunderschöner Morgen? Auch heute werde ich wieder etwas Feines kochen. Lalalala. Guten Morgen, was ist eigentlich mit meinen Ohrsteckern? Wir sind dabei. Guten Morgen, was für ein herrliches Wetter heute. Dein Tag beschwingt Körper und Geist. Guten Morgen, Mario. Hat der Speisewagen schon geöffnet? Ich habe mich gestern hinreißen lassen, diesen Suppentopf zu stehlen. Guten Morgen, mein kühner Kavalier. Und hast du meinen Ring schon gefunden? Not really. I'm on my way.
Unterlagen erhalten. Schwer zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Gucken, ob dem Lokführer irgendwas aufgefallen ist. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Heute werden wir einen Zwischenstopp am Bahnhof Totenbach einlegen. Am Ende ist es einfach so eine Geschichte, um Zugfahrt ein bisschen auf Laune zu halten und es ist kein wirkliches Verbrechen. Kann ich mir vorstellen, so wie damals mit dem Bürgermeister, der gar nicht tot war. Wir haben alle Abteilungen angesehen, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück, geben die Unterlagen ab. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin der Mario. Hüpfi, hüpfi, hüpf. Hast du irgendeine Spur gefunden? Was ist das für ein Blatt? Gibt es uns irgendwelche brauchbaren Hinweise? Oh, das ist ein Teil meiner Unterlagen. Was? Also doch. Luigi, wo hast du das gefunden? In Abteil 1. Das ist doch das Abteil von Star T. Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Er muss sich also irgendwo im Zug versteckt halten. Also gut, Luigi, du solltest diesen feinen Star T schnellstens finden. Wo könnte er sich noch verstecken? Nichts anderes. Stimmt, jetzt wo er sagt, ich habe es da wirklich nicht gesehen. Könnte sich Start hier verstecken. Im Itemshop vielleicht? Nee. Vielleicht im Topf. Hätte er sein können. Ist er vielleicht in meinem Abteil? Wieder legen wir voll Papiere herum. Genau die gleichen Unterlagen wie vorhin. Der Täter wohl in diesem Zimmer war? Wo kommt ihr denn her? Da, Mist, ihr habt mich erwischt. Autsch. Du bist also der Täter. Verkleidest dich als Star-T, um uns zu verwirren. Und dann bestiehlst du einfach die anderen Passagiere? Hm, alles ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich habe sofort durchschaut, dass du nicht der echte Star-T sein kannst. Und natürlich auch, dass du Luigi diesen Drohbrief geschrieben hast. Oh, am Bahnhof von Tulpenbach wäre ich geflohen. Dich als Star-T zu verkleiden war ein kühner und geschickter Trick. Aber du hattest Pech. Wie konntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? In der Tat, mein Superhirn entgeht nichts. Nun gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen zurück. Einen Koffer erhalten. Einen Goldring erhalten. Und ein paar Ohrstecker erhalten. Oh, mein Koffer und der Knallsirup.
Du hast den Koffer zurückgegeben. Oh, danke, tausend Dank. Der Serum ist unberührt. Ich werde nicht gefeuert. Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn im Handumdreh gelöst. Was heißt du? Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof Tulpenbach erreichen. Tulpenbach. Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, wird Brunhilda ziemlich sauer. Du bist es. Ich habe zwar die Gestalt von Star T angenommen, aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilda Mario fertig machen, aber da ihr mich erwischt habt, bleibt mir wohl nur eine beherzte Flucht. Den Rest wird dann Brunhilda erledigen. Bis dann. Sollen wir kurz rausgehen? Der Ausgang ist im ersten Wagen. Zuerst bringen wir mal die ganzen Sachen zurück. Hast du sie gefunden, meine Muschelohrstecker? Oh, das sind sie ja. Meine Ohrstecker, danke. Ich möchte das hier zum Dank geben. Es gab noch nie einen so netten Passagier wie dich. Im Täter auf der Spur, Mario Detektiv Conan. Hast du meinen goldenen Ring gefunden? Ja, bitteschön. Oh ja, das ist der Ring, den ich verloren habe. Danke, mein kühner Held. Ich wusste, du würdest ihn finden. Nimm diese Kleinigkeit zum Dank. Leb wohl. In dieser Gegend scheint es nichts Besonderes zu geben. Eisenbahnen sind toll. Eines Tages möchte ich auch eine fahren. So sehr gefallen dir also Eisenbahnen. Es gibt ein großes Problem. Hör zu. Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke geöffnet. Wir können nicht abfahren. Eine Unmenge finsterer kleiner Kerle ist in den Bahnhof eingedrungen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Den scheinen diese Typen bestätigt zu haben. Aber da der Schalter schon so lange außer Betrieb ist, kennt ihn keiner so genau. Und ich müsste auch die Fahrgäste informieren. Aber du kannst diesen Schalter doch bestimmt finden, Mario. Oder? Wirklich vielen Dank. Bitteschön, hier ist der Bahnhofsschlüssel. Viel Glück, Mario. Hey, Jungspunkt. Du schon wieder. Ich bräuchte nicht. Na gut, man sieht sich. Die Luft wird schlecht, wenn man zu lange in diese Abteilen sitzt. Ich vertrete mir etwas die Beine und hole mir Appetit für das Abendessen. Willkommen in Tulpenbach. Der Zug hält hier, um die Tanks zu füllen. Früher gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss. Aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch zur Zierde da. Luigi, dieser Verbrecher war kein Doppelgänger von Star T. Es war ein Gespenst mit einem weißen Laken. Wir waren nur einen Moment unachtsam und dann ist er uns entwischt. Übrigens, er hat etwas von einer Brunhilda erzählt. Not the Brunhilda. So, dann gehen wir nochmal weiter. Ich denn da hoch?
Da komme ich nach unten. Ein Liftschloss. Schlüsselloch. Das übersteigt selbst meine nebenberuflichen Fähigkeiten. Wir brauchen den Liftschlüssel. Darunter. Okay, dann. Ist hier was? Ja, da ist der Ohren, das weiß ich. Da brauche ich einen coolen Schlüssel. So komme ich hier schon mal nicht weiter. Hallöchen, sind hier vielleicht Gegner? Tatsache. So, machen wir doch mal einen Sprung. So, dann würde ich mal sagen, einmal tauschen. Und dann einmal gennen. Ein Schniefchen. Endlich mal wieder Action. Das ist ein Schniefi. Die Schniefi sind übrigens mit den Startox eng verwandt. Aber du wirst sie doch sicher nicht verwechseln, oder? Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 9. Schniefis greifen frontal an. Oder sie benutzen Elektroattacken. Nachdem sie sich aufgeladen haben, solltest du sie nicht mehr direkt angreifen. Außerdem laden sie sich auf, wenn du sie mit Elektroattacken angreifst. Also, lass das lieber. Jetzt mal nochmal einen Wirbelschlag ein. Okay, mal. Austauschen. Vielleicht einfach mal eine Bombe zünden. Warte, dann hol ich dich wieder aus. Und dann einmal hier. Oh, der setzt sich auf oder nicht? Boah, dafür, dass blockt wird, macht er ganz schön viel Damage. Yay! Das brauche ich nicht. Hier scheint nichts zu sein, also gehen wir hier weiter. Oh Gott, Nina. Oh Gott. Mm.
Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das kann ein bisschen dauern. Okay, ich hab ein bisschen gecheased. Ein Eissauch. Alle Gegner. Oh komm, kann er ins Kopf jetzt mal weg. Ich bin verdächtig, dass man hier runterkommt. Später. Okay, man kann da hoch. Ah, okay, ich sehe schon. Sonst hier noch was? Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Nope. Dann gehen wir jetzt durch die Türe. Schön, dass man so einen Zwischenleitschock kriegt. Und hier ist auch passend ein Speicherblock. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, Lülü.